Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Sunshine Ossi. Heute gibt es das erste Detailvideo zu dieser 12 Volt 4S Hybrid Anlage. Ne? Aber bitte nicht wundern, dass das Video trotzdem als Werbevideo gekennzeichnet ist. Das Video hier ist kein Werbevideo, aber hier steht halt schon was da, was demnächst im Rahmen von einer Kooperation vorgestellt wird. Und da sind einige ganz schön pingelig, ne? Die meckern dann immer rum. Deswegen, ne, dazu kommen wir später. Lifepo 4 von Leadtime, da kommt noch mehr von Leadtime für ein kleines Projekt. Aber heute soll es um diese 4S Solar-Hybrid-Anlage erstmal gehen mit dem POWMR. Vielmehr um die technischen Daten, ne, was das System leisten kann, was ich daran anschließen kann. Wird also, wie ihr hier seht, ein Video mit sehr vielen Zahlen und Daten. Also wer da nicht so ein Fan von ist, der muss leider Gottes auf das nächste Video warten. Ja, und damit ich die Kamera nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, würde ich sagen, ich arbeite mich dann Stück für Stück durch. Ne? Lifepo 4 Block, Sicherungskasten, Sicherungsautomat. Und hier seht ihr jetzt schon mal den POWMR Solar Inverter Charger. Den habe ich jetzt an meinen 12 Volt Canavano Lithium-Ionen Speicher dran gemacht, ne? Mit einem kleinen Sicherungsautomat. Und hier seht ihr schon mal die Anschlüsse. Erstmal provisorisch angeklemmt zum Testen, damit ich halt mich durch das Menü arbeiten kann und mir die Bedienungsanleitung durcharbeiten kann. Es sind über 30 Seiten. Leider Gottes alles nur auf Englisch. Und da habe ich auch ein, zwei Sachen schon festgestellt, die mich etwas überrascht haben. Aber dazu kommen wir gleich. Ich baue die Kamera um und dann gehen wir mal Stück für Stück durch. Was kostet sowas alles? Und wie sehen die technischen Daten aus? Ne? Was kann ich da für eine Leistung rausziehen? Wie viel Solar kann ich dranhängen? Das schauen wir uns gleich an. Also, bis gleich. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zur ersten Abteilung, ne, von diesem 4S 12 Volt Hybrid System. Ja, wichtigste Komponente, ne, ist natürlich der Speicher von dem System. Bin ich ja schon im Vorschauvideo ein bisschen drauf eingegangen. Deswegen nenne ich euch einfach bloß noch mal kurz die technischen Daten. Ne, und blende euch dann mal die Testergebnisse von diesen Zelltests noch mal ein. Ja, ist ein 12 Volt System 4S mit 4 Lifepo 4 Zellen von der Firma Eve. Die 300 Amperestunden Zellen. Getestet habe ich die Zellen ja. Ne, die Testergebnisse blende ich euch mal hier ein von den einzelnen Zellen. Also die Tests haben ergeben, dass diese Zellen gut 1150 Wattstunden an Kapazität haben. Und somit kommen wir auf eine Gesamtkapazität bei diesem Block mit diesen 4 Lifepo 4 Zellen von gut 4,5 Kilowattstunden, ne, 4,664 um genau zu sein. Und davon können wir halt 80% nutzen, das sind gut 3,73 Kilowattstunden. Ja, links seht ihr schon mein Test-BMS. Das kommt auch bei diesem System zum Einsatz. Das ist wieder dieses JK-BMS, was geeignet ist für 4S und 8S, also für 12 Volt und 24 Volt Systeme. Hat eine Dauerleistung von 200 Ampere, also ist schon recht ordentlich. Das habe ich ja schon mal vorgestellt in einem separaten Video. Wer da Interesse hat, wo man das bekommt, einfach mal bei mir in die Videos reinschauen, da gibt es schon eins. Ja, und dann sind wir halt preismäßig, ne, für die Abteilung, sage ich jetzt mal, Speicher, sind wir halt bei 480 Euro für den Lifepo 4 Block. Ne, 120 Euro kostet so eine Zelle in etwa. Und dann kommen nochmal dazu, ne, diese 100 Euro für dieses JK-BMS. Also der Speicher komplett mit BMS kostet am Ende 580 Euro, also knapp 600 Euro. Und bei einer nutzbaren Kapazität von 3,7 Kilowattstunden ist der Preis ganz in Ordnung, finde ich. Ja, so viel zum Speicher. Und jetzt würde ich mal fix rüber wechseln zu dem Solar Inverter Charger vom POWMR. Da habe ich, wie gesagt, schon ein, zwei Sachen festgestellt, wo ich ein bisschen verwundert war. Aber das erzähle ich euch gleich.
So, kommen wir nun zur nächsten Abteilung. Ja, der sogenannte Solar-Inverter-Charger oder besser gesagt ein Solar-Inverter-Ladegerät. Na, das ist jetzt eins von der Firma POWMR, habe ich ja schon gesagt, na, für 12-Volt-Systeme 4S. Und so ein Solar-Inverter-Charger ist halt ein Multifunktionsgerät. Da drin ist verbaut ein MPPT-Solarladeregler, ne? Hier in dem Fall mit einer maximalen Stärke an Ladestrom von 80 Ampere. Kommen wir gleich noch drauf, was das bedeutet, solarmäßig. Dann ist integriert ein Batterieladegerät mit einer Ladeleistung von maximal 65 Ampere. Und ebenfalls verbaut ist ein reiner Sinuswechselrichter oder auch Spannungswandler, der halt aus dem Gleichstrom von der Batterie 230 Volt Wechselspannung macht mit einem reinen Sinus. Und da liegt man hier leistungsmäßig bei einer maximalen Leistung von 1500 Watt pro Stunde, was der leisten kann. Ist für so ein kleines, kompaktes Gerät schon ordentlich. Na? Und ich habe den halt jetzt erstmal hier provisorisch angeschlossen. Gucken wir uns gleich mal die Anschlüsse an, wenn wir den einmal so da liegen haben. Na? Hier wird die Batterie angeschlossen, Plus und Minus, also unser LiFePO 4 Block dann. Hier werden die Solarmodule angeschlossen, na, Plus und Minus. Und hier kommt dann der Wechselstrom raus, na, den der Kollege dann produziert. Und hier ist der Anschluss für den Wechselstromeingang 230 Volt. Damit tut ihr dann dieses Ladegerät aktivieren und könnt dann halt, wenn zu wenig Solarleistung reinkommt und die Batterie wird leer, könnt ihr halt mit diesem Ladegerät, was integriert ist, ebenfalls den LiFePO 4 Block laden. Ja. Dann haben wir hier unten natürlich noch einen Anschluss für die Erdung. Ne? Das zeige ich euch dann, wenn das alles aufgebaut ist, wie das alles angeschlossen wird. Und hier haben wir noch zwei kleine Lüfter, ne? Wenn der Kollege zu warm wird. Dann gehen die halt an, sind relativ laut, aber mal schauen, bei welcher Leistung die halt aktiv werden. Ja, und dann habt ihr hier natürlich ein Display, was euch alles anzeigt. Und diese Bedienknöpfe ist etwas umständlicher von der Bedienung. Ne? Mit der ganzen Einstellerei als bei Victron. Na, und deswegen habe ich mir halt dieses Wi-Fi-Modul noch dazu geholt, na, für denjenigen, der die Anlage bekommt. Da kann man dann auch in der App einige Sachen sich angucken und hoffentlich auch einstellen. Das muss ich erst noch rausfinden. Ja, dann seht ihr hier immer noch die Sicherungsautomaten, na, für den LiFePO 4 Block. Das ist jetzt einer mit 100 Ampere. Der reicht leider Gottes nicht ganz. Kommen wir gleich drauf, warum. Da brauche ich einen mit 125 Ampere, der ist leider noch nicht da. Und hier ist noch der Sicherungsautomat für die Solarseite. In unserem Fall 32 Ampere. Ist halt abhängig, je nachdem, was ihr halt für Solarmodule anschließt, wie viel Leistung halt angeschlossen ist. Ja, und da sind auch schon die zwei Sachen, die mich etwas stören. Weil ich habe festgestellt, dieser Solar-Inverter-Charger hat ja diesen Laderegler integriert. Und da blende ich euch das mal hier aus dem Handbuch ein. Das hat mich schon etwas gewundert. Und diese Laderegler haben einen gewissen Spannungsbereich, einen sogenannten MPPT-Spannungsbereich, wo sie halt versuchen, die Leistung aus den Solarmodulen zu ziehen. Und der ist bei diesem POWMR für ein 12-Volt-System sehr, sehr hoch angesetzt. Na, der Laderegler hat einen MPPT-Spannungsbereich von 90 Volt bis 430 Volt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Spannungsbereich so bei 40, 50 Volt anfängt. Also da müsst ihr schon aufpassen. Na, wenn ihr jetzt zwei Solarmodule habt, sagen wir jetzt einfach mal zwei 400 Watt Solarmodule, ne, mit 40 Volt, 10 Ampere. Und ihr schließt hier halt eine Reihe an, dann habt ihr halt 80 Volt, 10 Ampere, also 800 Watt. Dann würde der Kollege, so wie es in der Anleitung steht, gar nichts machen und würde gar nicht anfangen mit arbeiten. Ist, wie gesagt, etwas hoch angesetzt, diese 90 Ampere, diese 90 Volt. Ja, da wäre es schön, wenn der halt schon mit niedrigerer Spannung anfangen würde. Also man braucht hier eine sehr, sehr hohe Spannung vom Solarstring. Das war das Erste, was mir halt aufgefallen war. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, POWMR gibt hier eine maximale Spannung an von der Solarseite von 450 Volt DC, Gleichstrom, und einer maximalen Solarleistung von 2000 Watt. Aber wenn man sich dann die Zahlen mal anschaut, ihr könnt da vielleicht 2000 Watt anschließen, aber ihr könnt auf keinen Fall 2000 Watt nutzen. Deswegen blende ich euch hier mal die Leistungsdaten ein, na, bei Solar.
Und ich habe jetzt mal zwei Beispiele gerechnet. Einmal für eine Zellspannung von 3,5 Volt pro Zelle. Das ist ja die Spannung, die ich immer so empfehle. Also diese 3,65 wären möglich, aber würde ich nicht machen. Einfach um die Lefebvre-4-Zellen ein bisschen zu schonen. Und das zweite Rechenbeispiel ist für die maximale Spannung, also bis 3,65 Volt pro Zelle. Ja, wie sehen die Daten dann aus? Also bei dieser Spannung von 3,5 Volt pro Zelle macht das eine Blockspannung von 14 Volt. Und so kann ich auch die maximal nutzbare Solarleistung berechnen. Die errechnet sich dann aus diesen 14 Volt mal diesen 80 Ampere Ladestrom von diesem MPPT-Laderegler. Und das wären in dem Fall 1120 Watt, was ich solarmäßig nutzen könnte. Und bei diesem Ladegerät, das ist auch limitiert, das kann maximal 60 Ampere leisten über Wechselspannung vom öffentlichen Netz. Da wären es dann 14 Volt mal 60 Ampere, 840 Watt pro Stunde, die maximal das Ladegerät laden könnte. Ja, und dann gleich noch zu diesem Sicherungsautomat, warum der 100 Ampere zu klein ist. Maximale Leistung hatte ich ja gerade erwähnt, 1500 Watt. Dann komme ich auf eine maximale Stromstärke von 107 Ampere, was hier aus der Batterie gezogen wird. Da ist der 100 Ampere Sicherungsautomat etwas zu klein. Und beim maximal Ausreizen der Zellspannung, was ich nicht empfehlen würde, hier noch das zweite Beispiel. Also bei maximal 3,65 Volt pro Zelle macht das eine Blockspannung von 14,6 Volt. Und da könnt ihr solarmäßig nutzen, 14,6 Volt mal 80 Ampere, das wären dann 1168 Watt. Das Ladegerät könnte maximal 876 Watt halt nachladen, 14,6 Volt mal 60 Ampere. Und der maximale Strom wäre etwas geringer, weil die Systemspannung höher ist. Die läge dann bei 1500 Watt und 14,6 Volt Blockspannung bei etwa 103 Ampere. Aber immer noch zu hoch für den 100 Ampere Kollegen. Ja, also ihr seht, allzu groß sind die Unterschiede nicht. Zwischen diesen 14 Volt und 14,6 Volt, da ist es doch empfehlenswert, lieber die Zellspannung etwas niedriger zu machen. Ja, das verlängert die Lebensdauer von den Lefebvre 4-Zellen und ist auch etwas sicherer insgesamt. Man muss nicht immer bis aufs äußerste Maximum laden. Ja, so viel zu diesen Hybrid-Solar-Inverter von POWMR. Muss ich dann auch erstmal ausprobieren. Ist der erste, den ich jetzt hier verbaue, im Einsatz habe. Und abschließend zeige ich euch noch fix den Sicherungskasten, wo das alles noch verbaut werden soll. Und ja, dann auf zum nächsten Teil. Ja, und damit herzlich willkommen zum letzten Teil vom Video. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Die meisten Leute schalten dann schon nach 8 bis 10 Minuten weg, gerade wenn sowas Trockenes kommt. Aber es sind nun mal leider Gottes sehr, sehr viele Zahlen und Daten, mit denen man dann rechnen muss, wenn man sowas plant, selber zu bauen, damit man auch nicht sein blaues Wunder erlebt und dann irgendwelche Komponenten überlastet oder halt kaputt macht. Ja, und hier seht ihr mal noch den Sicherungskasten, einen Vollstrom-Sicherungskasten, ganz normal. Und da kommen dann halt die Sicherungsautomaten rein, für die DC-Seite, also für die Batterie und für die Solarmodule. Und hier kommt natürlich auch noch eine 230 Volt Sicherung für den Wechselstrom rein. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie das alles dann aufgebaut und angeschlossen wird. In dem Video sollte es erstmal wirklich nur um die technischen Daten gehen. Auch wenn es halt sehr trocken ist und sehr viele Zahlen, aber muss leider Gottes sein. Und ich werde jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren und testen mit dem POWMR. Und wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal, würde mich natürlich freuen. Es sind ja wieder einige Abonnenten dazugekommen. Und komischerweise, wenn ich hier so drauf schaue, in letzter Zeit schauen sich sehr viele Leute mein Video zur Split-Klimaanlage von Kältebringer an. Keine Ahnung warum. Könnte vielleicht daran liegen, dass es in den letzten Tagen etwas heiß war. Ja, also das soll es gewesen sein für dieses Video. Abschließend zeige ich euch nochmal die Gesamtkosten. Vom letzten Mal zeige ich euch einfach nochmal fix, was der ganze Spaß kostet. Hier nochmal kurz die Kapazität
Hat man ja vorhin schon erwähnt. Also gut 3,73 Kilowattstunden nutzbar. Kosten tut das ganze System, seht ihr hier, ne? Lefebvre 14, 480, JK BMS 100, der Hybrid-Inverter 200, der WLAN-Stick 45 Euro, Kabel, Sicherung, Sicherungskasten, Montagebrett, Aderenthülsen etc. pp. Etwa 100 bis 120 Euro. Und da sind wir hier bei den Gesamtkosten von 930 bis 950 Euro. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ne? Und im nächsten Video seht ihr dann, wie das alles aufgebaut aussieht und angeschlossen aussieht. Aber für dieses Video soll es das gewesen sein. Ich sage Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich bastel derweil mal weiter hier, ne, mit meiner Litime Mini. Da habe ich schon XT60 Stecker dran gemacht und hier so ein kleines Testgerät. Weil muss ja auch schon mal die Kapazität von diesem kleinen Powerzwerg testen. Aber das soll es gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Video.